auch die Kelten haben hier schon gesiedelt, weil die römische Mauer, die im Garten entdeckt worden ist, auf einem keltischen Fundament steht. Dann ist die Antike zu Ende und man kommt ins Mittelalter, weil der Burggarten als Burggraben im Mittelalter angelegt worden ist. Und dann sieht man auf der Höhe, auf dem Burghügel, schon die spätmittelalterliche Burg. Von der wissen wir dann, wer da gewohnt hat und warum die Burg Sponeck heißt. Das war der erste Lehnsmann auf der neuen Burg von 1285. Der verdiente Schultheiß von Breisach namens Hildebrand Spänlin. Der führte nämlich 3 Hobelspäne in seinem Wappen. Die sprachen ja alle Alemannisch und deshalb ist es der Spanli. Und der Spanli, wenn man die Verkleinerung weglässt, dann ist es der Spon. Und der Spon, da haben wir die Silbe schon im Namen. Also die Ecke ist im Alemannischen männlich, der Ecken. Deshalb heißt die Burg der Sponeck. Und die alemannische Schreibweise hat sich eingebürgert und so heißt die Burg heute. Die Geschichte meiner Familie beginnt 1917. Eigentlich schon 1912, als dein Großvater herkam und die Burg gesehen hat. Das ist richtig. Mein Großvater war Professor an der Kunstakademie in Karlsruhe. Und auf der Suche nach Charaktergesichtern kam er zum ersten Mal mit der neuen Kaiserstuhlbahn hier rausgefahren. Und die Burg stand zum Verkauf. Mitte der 30er Jahre ist die Familie hierher gezogen. Und derweil, nämlich 1930, hat er gemeinsam mit seinem Freund und Gönner, dem Bauunternehmer Heinrich Brenzinger aus Freiburg, den Turm so ausgebaut, wie er jetzt dasteht, in dem nämlich oben auf der Plattform dieses schöne Atelier für ihn entstanden ist. Die Kunst des Großvaters meiner Frau war sehr bodenständig und das gefiel den Nationalsozialisten natürlich. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass wir da nationalsozialistische Symbole noch ausstellen und verherrlichen. Und verehren. Großvater ist 1951 gestorben. Mein Vater hat die Burg übernommen und deshalb sind wir hier aufgewachsen. Es wäre für uns normal gewesen, nur wenn wir irgendwo unsere Adresse angeben müssten. Und dann Burg Sponeck kam. Die Reaktionen waren dann so, dass man das deutlich war, dass es was Besonderes war. Oder wir mussten mit dem Fahrrad zur Schule und ich dann später auf die Bahn, früh um 7. Das war schon eine Besonderheit. Das war nämlich so, du musst immer jeden Morgen mit dem Fahrrad, ja, ja, auch bei Regen und auch bei Schnee. Das ist schon was anderes. Beim Einschlafen die Frösche zu hören und morgens die Vogelkonzerte zu hören und einfach aus der Haustür rauslaufen zu können und irgendwo durch den Wald zu laufen, das genießen wir. Uns ist uns auch bewusst, dass das was Besonderes ist. Jedes Mal, wenn wir oben sind, genießen wir die Aussicht und jedes Mal ist die Stimmung etwas anders. Denn wie auch ein Gastmann sagte, man fühlt sich allein auf der Welt, wenn man da oben ist. Man guckt ins Weite und ist ganz, ganz entfernt und getrennt von der restlichen Welt. Das ist ein erhebendes Gefühl. Du meinst, du bist allein auf der Welt? Ja, ja.